Die mündliche Abiturprüfung Mathe steht für viele von euch an und deswegen gibt es jetzt meine Top 5 Tipps, wie ihr die Prüfung sehr gut meistern werdet. Willkommen zurück, Abiturathleten. Mein Name ist Leo Eckel und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top-Abiturprüfungen zu deinem Traumnotenschnitt kommst. Mathe als mündliches Abiturfach finde ich extrem interessant, vor allem weil es das bei uns in Bayern gar nicht gibt. Das ist nur möglich, wenn man in die Nachprüfung geht. Und trotzdem konnte ich natürlich in Mathe im Unterricht früher in der Oberstufe einfach schon mich reinfühlen, wie es ist, nicht nur die Mathematik zu schreiben, sondern sie auch dem Lehrer zu versuchen zu erklären. Und deswegen will ich euch jetzt meine besten 5 Tipps mit auf den Weg geben, wie ihr es schafft, Mathe auch in der mündlichen Form so zu präsentieren, dass ihr eine sehr gute Note bekommen werdet. Der allerentscheidendste Punkt ist mal das Verstehen. Das bedeutet, dass du nicht mehr dich damit zufrieden gibst, dass du irgendwann ein Verfahren automatisch abrufen kannst, was so wie der Matheunterricht gemacht wird, einfach sehr häufig passiert, sondern dass du es wirklich verstehst, dass du wirklich verstehst, warum die einzelnen Schritte so sind, wie sie sind. Denn gerade wenn du Mathe mündlich präsentieren sollst, egal ist, ob in der Mitarbeit oder eben vor allem in der Abiturprüfung, dann ist es einfach wichtig, dass der Lehrer und der Prüfer merkt, okay, der versteht, was er da schreibt. Weil im Schriftlichen kannst du einfach hinschreiben und dann weiß keiner, ob du es wirklich verstanden hast oder einfach nur die Aufgaben so oft wiederholt hast, dass es für dich einfach schon automatisch passiert, die Zahl einfach richtig einzufügen, du aber eigentlich gar nicht mehr checkst, was du da eigentlich genau machst. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass wenn du dich auf die mündliche Abiturprüfung Mathe vorbereitest, dass du da wirklich ins Verständnis reingehst und dich nicht damit zufrieden gibst, nur die Verfahren runterrattern zu können. Und da ist dann eben auch einfach extrem wichtig, dass du dich umgewöhnst auf das ganze mündliche Formulieren. Das bedeutet, natürlich ist es wichtig, dass du im ersten Moment mal den Stoff verstehst und da sollst du auch Aufgaben ganz normal rechnen, wie sonst auch. Aber dann ist es in meinen Augen so entscheidend, dass du wirklich nicht mehr Aufgaben durchrechnest, sondern sie durchrechnest und durchgehst und sie gleichzeitig dir erklärst. Das ist so, so wichtig, dass du dich von dem Gedanken löst, dass Mathe immer was ist, was man hinschreibt. Beispielsweise in der schriftlichen Prüfung reicht es ja auch nicht, wenn du einfach nur die Rechnung, die du vielleicht in der Vorbereitungszeit auch schon rechnen durftest, einfach nur in die Tafel hinschreibst. Du musst ja erklären, was du da rechnest. Und deswegen ist es natürlich sinnvoll, dass du das, was von der Prüfung gefragt wirst und was von dir erwartet wird, dass du das auch schon in der Vorbereitung machst. Und da unterscheidet sich eben die Vorbereitung auf die mündliche Abiturprüfung in Mathe extrem, extrem von der auf die schriftlichen. Deswegen versuch wirklich, möglichst viel zu sprechen. Du solltest, glaube ich, eigentlich im Prinzip an deinem Schreibtisch sitzen und die ganze Zeit sprechen. Die ganze Zeit sprechen. Erklär dir selber, warum die Dinge so sind, wie sie denken sind. Und da auch nicht mit schnellen Erklärungen zufrieden geben. Weil wenn wir uns selbst Dinge erklären, ist es oft so, dass wir sagen, ah ja, weiß ich ja schon. Und dann macht man es nicht so ganz sauber, wie wenn man es einer anderen Person erklären würde. Deswegen versucht, wenn ihr für euch selber seid, auch da einfach den Fokus drauf zu legen, wirklich alles ganz bis ins letzte Detail so zu erklären, dass es wirklich schlüssig ist. Oder du schaffst es sogar, eine andere Person zu finden, die vielleicht mathetechnisch auch auf einem soliden Level ist, weil sonst checkt die ja gar nichts. Aber wenn du eine andere Person hast, dann wirst du es ja nochmal so viel besser erklären. Und deswegen, wenn du da die Möglichkeit dazu hast, würde ich dir das auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Der vierte Punkt, den du dann in der Prüfung vor allem beachten solltest, ist es wirklich, die Konzentration auf einem ganz hohen Niveau zu halten. Also wirklich einen extrem hohen Fokus zu haben. Weil was das Entscheidende an der mündlichen Prüfung ist, was sie einfach nochmal von der schriftlichen unterscheidet, alles, was du in dem Moment sagst, fast sogar eigentlich alles, was du hinschreibst an die Tafel, steht erstmal. In der schriftlichen Prüfung, da rechnest du durch und dann kannst du theoretisch alles nochmal dir anschauen und dann was korrigieren und dann checkt es keiner, was du zuerst wie wann gemacht hast und es interessiert auch überhaupt niemanden. In der mündlichen Prüfung jedoch, alles was du sagst, ist gesagt. Das kannst du nicht einfach löschen. Was du schreibst, ist geschrieben. Das kannst du auch nicht einfach wieder weglöschen. Natürlich kannst du dich immer wieder korrigieren und du kannst auch an der Tafel einfach wieder was wegwischen und wieder neu hinschreiben. Ich glaube, das akzeptieren die Lehrer auch total und werten das nicht mal negativer, weil sie natürlich auch wissen, dass die Drucksituation in der mündlichen Prüfung sehr, sehr hoch ist. Aber wenn du halt die ganze Zeit was durchrechnest, kann es einfach schnell passieren, dass du was falsch machst und es aber in dem Moment nicht checkst und auch, weil du ja die ganze Zeit unter Druck stehst, auch nie mal wieder überlegst, okay, war das eigentlich so richtig? Und deswegen ist es ganz wichtig, ganz, ganz entscheidend, dass du wirklich sehr fokussiert arbeitest. Und da kannst du auch gern lieber mal langsam machen. Also lieber machst du es wirklich konsequent durch, ganz fokussiert und es ist alles top richtig, als dass du alles möglichst schnell hinschreibst, um die Lehrer zu beeindrucken, wie
fix du ja auch alles verstehst und die Aufgaben beantworten kannst und dann lauter Leistungsfehler reinbaust. Weil das ist auch ganz wichtig in der mündlichen Abiturprüfung. Wenn du da halt mal vor allem in Mathe einen Fehler drin hast, dann hast du einen Fehler drin. Und dann kann es sein, dass es irgendwie was nicht mehr aufgeht. Und dann stehst du in der absoluten Drucksituation vor der fetten Tafel. Alles ist irgendwie nicht ganz richtig und du musst irgendwo den Fehler finden. Und das ist halt dann so viel schwieriger, das zu schaffen als in der schriftlichen Prüfung. Und deswegen versuch wirklich erst gar keine Fehler reinzubringen. Lieber ein bisschen entspannter das Ganze angehen und dafür wirklich solide, fokussiert und konzentriert, dass du so einfach richtig gut das Ganze durcharbeitest. Und da will ich dir abschließend noch einfach empfehlen, bleib vollkommen bei dir. Mathe ist natürlich ein Fach, wo es einfach nur eine richtige Lösung gibt. Aber speziell in der mündlichen Abiturprüfung in Mathe wirst du oft was erklären müssen. Und vielleicht hat der Lehrer da schon einen Erklärweg im Kopf, wie er es gerne hätte. Aber lieber erklärst du es auf die Art und Weise, wie du es verstehst, weil es dann noch authentisch ist. Du kannst es dann auch, wenn Rückfragen kommen, viel besser in deine Struktur im Prinzip einordnen, als wenn du versuchst, es so zu erklären, wie du denkst, dass es der Lehrer haben möchte. Und deswegen bleib vollkommen bei dir, auch wenn du über irgendwas sprichst. Denk nicht darüber nach, was der Lehrer haben möchte. Denk darüber nach, wie du es selbst verstehst und erklär das dann so. Und das merkt der Lehrer auch einfach, dass du von dir selbst heraus sprichst und es wirklich innerlich verstanden hast und nicht nur äußerlich was auswendig gelernt hast. Und das wird einfach in der mündlichen Abiturprüfung richtig, richtig gut ankommen, weil es da eben vor allem um das Verstehen geht. Ich hoffe, dass euch die ganzen Tipps helfen konnten. Ich glaube an euch. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Boah! Boah! Hab ich Bock auf dieses Video? Ja! What's up, people? What's up? Schon locker 10 Stunden lang keine Videos gedreht, ey. Ich bin schon auf Entzug.